Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich ein paar DIY-Gesichtsmasken machen. Ich werde die Zutaten benutzen, die man öfters zu Hause hat oder auch ganz einfach im normalen Supermarkt auch besorgen kann. Ich bevorzuge persönlich solche selbstgemachte Masken mehr, weil es kostengünstig ist, weil ich es selber mache und dementsprechend weniger irgendwelche chemische Sachen enthalten werden. Man hat ja unterschiedliche Hauttypen und ich habe erstmal im Internet ein bisschen recherchiert, was für Sachen für welche Haut generell besser passen. Und ja, nach Internetrecherche für trockene Haut sind Honig, Eier, Erdbeere und Mehl, Banane, Birne, Apfel und Milch gut. Und für fettige Haut sind generell Gurke, Joghurt, Kiwi, Karotten, Tomaten und Kohl sollen gut sein. Und Haut mit Rötungen sollen Apfel, Wassermelone, Aloe, Trauben, Eier sollten gut passen. Ja, ich werde dann gleich zeigen, wie ich die Gesichtsmaske selber mache und wie ich das an mir verwende. Viel Spaß dabei! So, ich werde heute aus einem Ei zwei Masken daraus machen. Einmal Eigelbmaske und einmal Eiweißmaske. Ich bin komplett ungeschminkt. Ich gehe jetzt in die Küche und mache ich mir die Eiweißmaske erstmal. Die Zutat ist ein Ei. Ich werde jetzt das Eiweiß von dem Eigelb trennen. Die sind getrennt. Jetzt brauchen wir erstmal nur das Eiweiß. Ich muss daraus eine feste Masse machen. Ich werde dann das so lange mixen oder rühren, bis ich so eine Masse daraus kriege. Ich habe keinen Pinsel zu Hause, deswegen trage ich das einfach mit den sauberen Fingern auf. Die Eiweißmaske ist unter Koreanern bekannt für Porenreinigen und auch Verkleinerung oder Verkleinern der Poren. Ich trage das Ganze hier auf meine Wange. Das fällt schon. Und hier auf der Nase ein bisschen. Hier am Ski, auf Stirn auch noch ein bisschen. Und aufs Kinn. So, die Maske ist jetzt aufgetragen. Ich warte so lange, bis meine Haut das Gefühl kriegt, das zieht. Das kommt aber ganz schnell, so ich schätze mal 5 bis 7 Minuten. Ich habe jetzt so gegen 8 Minuten lang die Maske drauf und die fängt an zu ziehen. Und jetzt gehe ich die waschen. Die Maske ist jetzt weg. Ich merke den Unterschied, dass meine Haut viel gestrafter geworden ist und ebenmäßiger. Jetzt sollte die Maske mit Eigelb folgen, weil ich sehe diese Eiweißmaske eher für Reinigen. Mit dem Eigelb kann man ein bisschen mehr Nährstoffe und Feuchtigkeit für die Haut geben. Für die Eigelbmaske benötigen wir ein Eigelb. Und einmal Honig und einmal Mehl. Ich bin jetzt wieder zurück mit der Eigelbmaske. Die Maske hier würde ich auf dem gesamten Gesicht auftragen, anders als die Eiweißmaske, weil ja, meine Poren sind hier und ja, hier auf der Nase auch ein bisschen sichtbar. Deswegen habe ich dort hauptsächlich die Eiweißmaske aufgetragen. Und Eigelbmaske ist feuchtigkeitsspendend und gibt die Haut mehr Nährstoffe. Die Maske hier riecht nicht wirklich unangenehm, so nach Eigelb oder nach Ei,
weil Honig hat auch so eigenen Geruch und das deckt diesen unangenehmen Geruch von Ei bisschen, glaube ich. So 10 Minuten später ist die Maske noch nicht komplett hart geworden, aber ich denke, das reicht aus. Die Maske ist jetzt weggewaschen und ich merke, dass meine Haut etwas weicher geworden ist und dass das Gesamtbild viel klarer und sauberer aussieht. Aber zwei Nachteile habe ich doch gemerkt beim Waschen, bei der Eigelbmaske, dass die richtig schwer abnehmen lässt. Ja, und den Geruch habe ich beim Waschen doch ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen unangenehm ist. Aber ansonsten finde ich die Maske insgesamt ganz gut. Ich werde zu den weiten Maske einfach 7,5 Sterne geben von 10. Es ist ein neuer Tag. Ich werde heute zwei Obstmaske machen, einmal mit Apfel und einmal mit Orangen. Für die Apfelmaske benötigen wir Apfel, Mehl und Honig. Die Apfelstücke werden jetzt gemixt. Für die Orangenmaske brauchen wir Orange und Mehl und Honig. Eigentlich dasselbe Prinzip, nur der Apfel wurde von Orange getauscht. Ich habe jetzt einmal Orangenmaske und einmal Apfelmaske. Ich werde die beide Maske so halbiert auf jede Seite auftragen. Fangen wir mal an mit der Apfelmaske. Wenn ihr zu Hause Mixer habt, dann nehmt euch Mixer. Ich habe zu Hause nur sehr kleiner, deswegen sind die Stücke nicht wirklich fein genug. So, ungefähr 15 Minuten sind vergangen. Ich werde jetzt die Maske abnehmen und ja, euch mal zeigen, wie es geworden ist. Jetzt fühlt sich meine Haut richtig gepflegter an und das gesamte Bild. Und das gesamte Bild sieht auch viel klarer aus. Beide Masken haben mir gut gefallen, aber orangene Maske ein bisschen mehr, weil die Maße angenehmer war aufzutragen. Ich werde deswegen für die orangene Maske 8,5 Sterne geben und für die Apfelmaske 8,8 Sterne. Es ist der letzte Tag für das Video. Ich werde heute Mandelmaske machen. Habe ich noch nie selbst ausprobiert, deswegen ich bin umso mehr gespannt. Wir können direkt starten. Ich habe für die Maske 8 Mandelstücke vorbereitet und Milch und Honig. Zu den klein gemachten Mandelstücken kommt jetzt ein halber Löffel Milch und ein bisschen Honig hinzu. Ich kann gleich mein Gesicht waschen gehen. Was ich nachhinein gemerkt habe, ist, dass die Mandelstücke viel, viel kleiner zerquetscht sein müssen. Hätte sein müssen. Meins ist leider zu grob noch. Ich weiß beim nächsten Mal Bescheid und ihr wisst jetzt Bescheid. Meine Haut fühlt sich richtig, richtig weich an. Ich werde zu der Mandelmaske eine 9 geben. Ja, durch das Video bin ich selber voll Fan von solchen DIY-Masken geworden. Früher habe ich das zu selten gemacht. Ich werde ab jetzt versuchen, das öfters zu machen, mindestens einmal pro 2 Wochen oder so. Ich merke, dass die Maske meiner Haut richtig wohl tut. Wenn ihr irgendeine Maske davon nachmachen wollt, dann vergisst es nicht, selber Test hier an dieser Haut zu machen oder hier auf dem Hals. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Video war informativ und unterhaltsam für euch. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Video. Tschüss!